Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Malte Kosub ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Paloa. Und wir sprechen über eine 4-Millionen-Euro-Runde und wir sprechen vor allem über ein Thema, das jeden oder fast jeden von uns aufregt, nämlich das Thema Kundenservice in Warteschleifen. Und da hat Paloa hoffentlich, glaube ich, eine tolle Lösung gefunden oder ist zumindest auf dem Weg, diese auszutüfteln, auszurollen und zu etablieren und hat dafür auch gerade den European Customer Champion Award gewonnen. War ein cooles Gespräch, hat auf jeden Fall Hoffnung gemacht, dass die Warteschleifen demnächst zumindest etwas kurzweiliger und zielgerichteter funktionieren können. Bin gespannt, wie ihr das findet. Da gab es auf jeden Fall gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Euro. Und ja, genau darüber sprechen wir. Geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Matthias Einig, dem CEO und Founder von Rencore. Und da haben wir auch gesprochen über eine fast 4 Millionen Euro Runde. 3,75 Millionen Euro sind geflossen im Rahmen einer Series A für ein Unternehmen, das sich im Cloud Collaboration Governance Markt beschäftigt. Das sagt euch wahrscheinlich nicht viel, hat mir vorher auch nicht viel gesagt, aber stellt euch einfach vor, ihr habt größere Softwareumgebungen in eurem Unternehmen. Und jetzt ist es zum Beispiel so, ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen und es sind plötzlich Rechte nicht mehr vorhanden, es sind Lizenzen chaotisch, es sind Zugriffe nicht mehr möglich und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, es geht um größere Unternehmen und deren Software-Stacks. Und ja, genau das haben wir besprochen, fand ich ziemlich spannend, muss ich sagen, auch wenn ich mich, wie gesagt, damit gar nicht auskannte. Nichtsdestotrotz sehr plausibel und dementsprechend solltet ihr mal reinhören. Ich könnte mir vorstellen, für den einen oder anderen von euch ist das ziemlich sinnvoll. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Malte Kosub, der CEO und Co-Founder von Paloa. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Sendinblue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Sendinblue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf de.sendinblue.com sendinblue.com/podcast mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Malte Kosub, CEO und Co-Founder von Paloa. Cool, ja, ich freue mich. Malte Kosub ist hier, Co-Founder von Paloa. Hallo Malte. Moin Jan. Schön, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Runde. Danke dir und danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Spannender Markt, den ihr da angeht. Ich habe versucht, so ein bisschen zu überlegen, es gibt ja I2X und es gibt so Sachen wie Aircall zum Beispiel oder Zipgate. Wo verordnet ihr euch denn? Gute Frage. Bei I2X geht es ja darum, dass man die Agents unterstützt, während sie mit dem Kunden sprechen. Und bei Aircall geht es ja darum, im Grunde eine Contact-Center-Infrastruktur zu schaffen. Und wir sind im Grunde so ein bisschen dazwischen. Wir verbinden uns mit einer Contact-Center-Infrastruktur, sind aber dafür zuständig, das Gespräch zu automatisieren, bevor es beim Agent landet und so im Grunde die Effizienzen zu heben, die es irgendwie mit AI gibt, um das Zusammenspiel aus Mensch-Maschine zu optimieren, also bevor I2X kommt, aber mit Unternehmen wie Aircall, also den Telefoninfrastrukturprovider. Das heißt, eure Zielgruppe ist im Prinzip, sind größere Unternehmen, die relativ viel Inbound Calls wahrscheinlich haben. Ne? Outbound macht das aber relativ wenig Sinn. Wahrscheinlich geht es um Inbound, ne? Genau, es geht primär um Inbound, große Customer Service Einheiten, wo man, das kennen wir glaube ich alle, drücken Sie die 1 für A, drücken Sie die 2 für B, drücken Sie die 3 für C. Na, das muss erstmal irgendwie schöner gemacht werden, dass man bei der richtigen Person landet, dass man vielleicht in der Wartezeit eine Authentifizierung machen kann oder einfache Dinge wie eine Adressänderung automatisch machen kann und nicht irgendwie 10 Minuten in der Warteschleife hängen muss. Was hat denn da bei dir jetzt oder bei euch so gedrückt? Warum habt ihr gedacht, das braucht unbedingt eine Lösung wie euch? Ja, ist eine gute Frage. Wir haben angefangen als Agentur 2017 und haben Alexa und digitale Assistenten entdeckt und haben irgendwie gemerkt, okay, da ist wahnsinnig viel möglich in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Kennt wahrscheinlich irgendwie jeder, hat schon mal mit Alexa geredet. Und da haben wir dann viele Unternehmen beraten, erstmal als Agentur, wie man diese Technologien anwendet. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, der größte oder
ein sehr großer Value-Add dieser Technologie ist eigentlich dann gegeben, wenn man sie in Customer-Service-Prozesse in der Telefonie einsetzt. Und haben dann im Grunde aus der Agentur Parloa gegründet, haben irgendwann die Agentur verkauft und Parloa ausgegründet als reines Software-Unternehmen und haben dann gesagt, okay, wir wollen diese Technologie nutzen, um ein sehr, sehr großes Problem zu lösen, und zwar ziemlich schlechte Kunden-Experience, wenn man irgendwo anruft. Und jetzt musst du mal diese schlechte User Experience, die es bis dato gibt, mal vergleichen mit dem, was ihr jetzt bauen wollt. Wie wird das in Zukunft, wenn es mal richtig laufen sollte bei euch, wie wird das sein? Also du kannst dir vorstellen, du kennst wahrscheinlich selber die Touchstone-IVRs, die ich gerade schon beschrieben habe. Ja, dann hast du irgendwie 5-6 Minuten Wartezeit, dann musst du ihn noch authentifizieren, muss vielleicht weitergeleitet werden. Und so wie es jetzt bei vielen unserer Kunden schon aussieht und da bin ich fest überzeugt, in 5 Jahren bei jedem Unternehmen aussehen wird, du rufst an, dich fragt im Grunde so ein virtueller Assistent, was kann ich für dich tun? Und weiß dann im Grunde genau, in welche Routing-Gruppe du musst und nutzt dann die Wartezeit noch, um dich vielleicht zu authentifizieren und bietet dir vielleicht sogar an, hey, die Sache kannst du sogar direkt mit mir lösen in 40 Sekunden und um dann am Ende in anderthalb Minuten das Problem gelöst zu haben. Und am Ende, glaube ich, wird es ein Zusammenspiel sein aus Mensch und Maschine. Es gibt aber sehr, sehr viele repetitive Aufgaben, die eine Maschine schon übernehmen kann, damit sich die Menschen auf die viel komplexeren Dinge, also tiefe Beratung, konzentrieren können. Und genau, da sind wir erst am Anfang. Und wie tief wollt ihr da reinsteigen bei den Unternehmen? Das könnte ja jetzt eine Lösung sein, die sehr tief verwurzelt sein könnte in der Unternehmens-, Dienstleistungs-Service-Struktur, oder? Genau, also wir sind im Grunde, wir nehmen alle Inbound-Calls, das können übrigens auch Chats sein, das ist nicht nur Calling, und sind im Grunde, wir nennen es der Conversational Hub für alle Kundenkommunikation, wo dann im Grunde alle Trainingsdaten einlaufen, alle Prozesse definiert werden und alle Backends angebunden werden. Und ob dann irgendwie jemand über die Telefonie reinkommt, über Chat, über E-Mail, ist egal, alles kommt im Grunde in Parloa. Man guckt, ob das automatisiert werden kann, dann geht man den Automatisierungsweg oder leitet halt an die richtige Person im Unternehmen. Und eure Herausforderung jetzt gerade, also oder vielleicht können wir mal mit der Technik anfangen, wo steht denn da gerade? Also im Grunde war erstmal eine große Herausforderung, wie kann ich den Audio-Stream, den ich im Grunde in der Telefonie habe, wie kann ich den selber kontrollieren und auf diesem Audio-Stream technische Komponenten wie eine Spracherkennung, wie eine Natural Language Understanding, wie eine Text-to-Speech draufsetzen. Das heißt, diese Infrastruktur zu schaffen, das war erstmal eine große Herausforderung, die wir dann meistern konnten und was im Grunde das Fundament dieser Qualität, die wir bieten können, liefert. Und dann orchestriert man halt diese verschiedenen Komponenten, von denen ich gerade gesprochen habe, um dann eine Pipeline, so nennen wir es, zu bauen, die die beste Qualität irgendwie liefert, weil es orchestriert ist und wir direkt auf dem Audio-Stream arbeiten können. Und ihr seid schon am Markt, ne? Weil ich habe gesehen, also es gibt eine ganze Reihe an Logos. Ich nehme an, das sind ja Kundenlogos wahrscheinlich von euch oder genau. Ja, ne, die auf eurer Webseite platziert sind. Das heißt, man könnte euch jetzt schon nutzen. Genau, also Unternehmen wie die Ergo, wie Swiss Life, wie HSE, wie Decathlon nutzen uns und automatisieren ihr Customer Service mit uns, um dann die Customer Experience besser zu machen. Und wie happy sind die mit euch? Das, was ich mitbekomme, sind sie sehr happy. Ja. Ne, weil ich frage mich jetzt deswegen, also den Pain kennt ja, glaube ich, jeder, der mal bei einer Hotline angerufen hat. Ne? Und man wünscht sich ja immer eine bessere Experience. Jetzt frage ich mich, wenn ihr schon eine bessere Experience habt, warum rennen euch jetzt die großen Unternehmen nicht alle die Türen ein? Also es ist nicht so, als dass uns langweilig wird gerade. Okay. Also ich glaube, und das ist sicherlich auch der Grund, warum wir da den zweiten Gang einlegen. Wir haben schon ziemlich viel Nachfrage nach dem, was wir da anbieten, weil ich glaube, jedes Unternehmen muss sich halt ändern. Und also um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben einen Kunden, der hat im Grunde die Authentifizierung der Agents automatisiert und hat nach einem Tag war das Ganze live und dann, das war so eine Testphase, wo 4 Stunden das wieder offline war. Und nach dem ersten Tag kamen die Agents zum Fachbereich, der das Ganze umgesetzt hat, meinte, macht das Ganze wieder den ganzen Tag an. Wir haben keine Lust mehr, jeden Call die Kundinnen und Kunden zu authentifizieren. Wir wollen uns um komplexe Probleme kümmern. Das heißt, ich glaube, dass der Need ziemlich groß ist und die Technologie ist bereit. Und jetzt geht es, glaube ich, nur noch darum, wie schnell sich Unternehmen im Grunde da entscheiden und
und weitergehen. Ich habe bei euch auf der Webseite keine Preise gefunden. Wo ungefähr verortet ihr euch da? Das ist eine große Range, aber man kann davon ausgehen, dass irgendwo ab 2000 Euro im Monat losgeht und dann ist nach oben irgendwie, sind dem keine Grenzen gesetzt. Das kann dann auch mal 200.000 Euro im Monat sein, wenn man sehr, sehr viele Telefonate hat. Also es ist eher ein Enterprise. Und wie kommt ihr an diese Enterprise-Kunden ran? Weil das ist ja in der Regel, also das besticht ja immer durch sehr lange Sales-Cycles. Ne? Wie ist das bei euch? Ist das so eine Ergo zu closen? Ist das schwierig oder ist das dann eher so, die sehen einmal das Produkt, so wie du es gerade beschrieben hast in dem Beispiel, und sagen dann, hey, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren? Sowohl als auch. Also die sehen das Produkt und wollen es unbedingt ausprobieren. Gerade die Fachbereiche, die dann sagen, okay, sowas haben wir noch nie gesehen. Auf einmal geht das Ganze fünfmal schneller und fünfmal besser. Aber natürlich hat man dann gerade bei Enterprises Compliance und IT-Security und Credibility-Themen, die natürlich parallel auch noch wichtig sind. Und so ein bisschen, das Schwierigste ist natürlich irgendwie die ersten ein, zwei Großen zu closen, weil sobald du die geclosed hast, schaffst du natürlich eine ganz andere Credibility bei anderen Unternehmen. Und deswegen war das sicherlich das Schwierigste. Und das wird Woche für Woche einfacher. Aber natürlich sind die Sales Cycles deutlich länger als irgendwie im SMB-Bereich, weil du so viele Leute intern abholen musst, durch sehr komplexe Prozesse musst. Aber das funktioniert alles ganz gut. Cool. Ja, man fragt sich ja immer bei den ganzen Telefonwarteschleifen, fragt man sich ja immer, warum das nicht schon längst gelöst ist. Ne? Und dann die Frage damit verbunden wäre ja, also auf wessen ROI zahlt es eigentlich ein, also dieses Thema? Ist das, und wie wird es auch gemessen? Ist das hinter die Kundenzufriedenheit oder sind das die Agents, die man dann irgendwie weniger beschäftigen muss? Oder also wie kommt in eurem Pitch, ne? Wie positioniert ihr euch da und wer hört da genau hin? Ja, also ich glaube, dass du auf verschiedenen Ebenen KPIs verbessern kannst. Also auf der einen Seite, wenn ich als Kundin oder Kunde irgendwo anrufe und erstmal 2 Minuten durch eine Touchtone-IVR muss, am Ende weitergeleitet werden muss und dann noch 10 Minuten in der Warteschleife hänge, dann ist es erstmal keine gute User Experience. Und wenn wir das halt verbessern, weil ich nach 10 Sekunden gesagt habe, was ich möchte, und dann direkt weitergeleitet werden kann oder vielleicht noch 3 Sekunden mich authentifiziere und dann bei der richtigen Person bin, die schon genau weiß, was sie möchte, weil ich das Transkript mitgeschickt habe und sogar weiß, wer ich bin, dann ist die Kundenexperience auf jeden Fall erstmal besser auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bei den großen Unternehmen ist es natürlich so, dass sehr viel Zeit in repetitive Aufgaben wie eine Authentifizierung, wie Falschroutings, wie Adressänderungen gesteckt werden. Und wenn man das im Grunde automatisieren kann und dann die Leute im Customer Service darauf fokussieren kann, komplexe Probleme von Kundinnen und Kunden zu lösen. Ich glaube, da hat man auf beiden Seiten Mehrwert geschaffen und einfach das Unternehmen effizienter gemacht und die Customer Experience besser. Und das fanden jetzt scheinbar auch ein paar Business Angels und Investoren ganz cool. Ne? Jetzt habt ihr 4 Millionen Euro eingesammelt. Wie gesagt, Glückwunsch dazu. Was Danke. Macht ihr jetzt mit dem Geld? Natürlich auf verschiedenen Ebenen weiter das Team verstärken. Also auf der einen Seite geht es natürlich darum, die technische Basis noch weiterzuentwickeln noch besser zu werden. Und dann müssen wir natürlich das Produkt in den Markt oder die Märkte tragen gehen in weitere Länder in diesem Jahr noch. Also vergrößern unsere Sales-Mannschaft, Marketing, Partnerships, aber natürlich auch die ganze Operations. Also auf verschiedensten Ebenen suchen wir sehr viele Leute. Also auf unserer Jobseite kann man sie austoben. Ihr sitzt in Berlin oder in Hamburg? Ich habe es gar nicht genau verstanden. In Berlin, ne? In Berlin, genau. Ja, aber ich habe, glaube ich, bei dir gesehen, dass du in Hamburg zumindest gemeldet im Register bist, ne? Deswegen. Ja, genau. Ich bin Hamburger und wohne auch am Wochenende immer in Hamburg. Montags morgens geht es für mich immer nach Berlin und dann so donnerstags oder freitags geht es zurück nach Hamburg. Also verbindende Ökosysteme, das ist auch cool. Ja, genau. Cool. Ja, also aus meiner Sicht, wie gesagt, ein tolles Produkt. Da wünscht man sich, dass das relativ schnell Erfolg hat, weil die Experience, wie gesagt, bei da fallen aber jetzt, glaube ich, zahlreiche Unternehmen ein. Wir kennen es alle, ja. Ja, genau. So also möchten wir jetzt gar keine Namen nennen, aber ich überlege gerade, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube, wir haben den Kern des Ganzen besprochen. Wir freuen uns auf die nächsten Monate und Jahre und wenn jemand mal wieder eine schlechte Experience hat, soll er sich melden. Dann sprechen wir das Unternehmen an, damit es da auch besser wird. Ja, das ist eine sehr gute Idee, da quasi die Leute, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben, einzubinden. Aber genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, also für die Startups, weil wir haben natürlich jetzt hier relativ viele Startups, die zuhören. Für die meisten Startups ist das wahrscheinlich noch nicht relevant bei euch, weil es wirklich erst bei größeren Mengen losgeht. Ne? Also wir haben schon
schon einige Startups tatsächlich, die müssen natürlich einen B2C-Bezug haben, weil sonst kommst du nicht auf die Telefonate. Aber wir sagen mal so ab 10.000 Telefonaten pro Monat. Mhm. Wenn man das hat, dann fängt das an, sinnvoll zu sein. Und wir sind auch tatsächlich mit einigen schon größeren Startups im Gespräch und da macht es auch sehr viel Sinn. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wenn ihr mehr als 10.000 Telefonate habt und eure Customer Experience verbessern wollt, dann meldet euch gerne. Ihr findet auch wahrscheinlich eure ganzen Kunden in irgendwelchen, es gibt doch diese ganzen Hater-Foren, diese Beschwerde-Foren, ne? Oder? Das ist eine gute Idee, haben wir noch nicht gemacht, aber nee, das ist eine gute Idee. Oder? Also ich meine, da sind die ja alle, hey, jetzt war ich schon wieder bei dir und in der Warteschleife drei Stunden lang und am Ende hat mir keiner geholfen, also. Oder? Das müssen wir intern mal diskutieren. Das ist eine gute Quelle für, da müssen wir ran. Und dann kannst du einen Screenshot von machen, denen das mal zuschicken. Genau, das ist eine gute Idee. Du bringst das Argument schon mit. Ja, cool. Das ist eine gute Idee. Du, Malte, da hat mir das großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, wie gesagt, aus Eigeninteresse, dass das schnell erfolgreich ist und sich durchsetzt. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, auch gerne Bescheid, ja? So machen wir das. Danke dir, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Malte Kosub, der CEO und Co-Founder von Paloa. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, ich habe es ja schon gesagt, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Matthias Einig, dem CEO und Founder von Rancore. Und da sprechen wir, wie gesagt, über eine Series A-Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das im Cloud-Collaboration-Governance-Markt unterwegs ist. Also auch da unbedingt mal reinhören. Das Gespräch nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Sendinblue, deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue.com/podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 € für einen ganzen Monat gratis.